Heute treten ein Survival-Experte und ein Bushcrafter gegeneinander an. Wer kann den Ernstfall besser meistern? Beide stellen sich verschiedenen Herausforderungen. Fangen wir an. Wer ist besser vorbereitet gegen Plünderer? Oh mein Gott! Deine Sache, Mann! Oh! Ja, deine Sache, Mann! Messer runter, los! Los, runter! Rucksack her! Rucksack her! Verletzungen lauern hinter jeder Ecke. Doch wer hat die Fähigkeiten und Mittel, um sich in dieser Wildnis zu behaupten? Oh Mist, Alter, Glück gehabt. Ich muss das irgendwie verbinden. Ah, perfekt. Erschöpfung macht sich breit und ein sicherer Unterschlupf wird gebraucht. Doch wer kann sich besser schützen und den Launen der Natur standhalten? Es regnet! Oh nein, es ist undicht! Oh fuck! Ich werde klitschnass! Durst quält die Kehle und die Suche nach Wasser wird zur lebenswichtigen Mission. Doch wer hat den Mut und die Ausdauer, um eine sichere Wasserquelle zu finden? Nur kein Wasser für mich. Der Hunger nagt und die Jagd nach Nahrung beginnt. Doch wer hat den Instinkt und die Fähigkeiten, um Beute zu machen? Ah, Knoblauchsrauch. Ja, die macht satt. Ah, lieber nicht, ey. Zu doll angeknabbert. Bärlauch! Wie
perfekter Salat. Giersch. Hammer. Oh, hab ich Glück hier in der Umgebung. Ja, oh. Oh, das tut gut. Oh, was essen hier? Ja, Leute, hi. Das war's. Das war's in diesem Video und wir wollen uns natürlich nicht über Bushcrafter lustig machen. Genau. Es geht darum, dass man manche Methoden einfach nicht im realen Notfallsituation jetzt eigentlich so anwenden würde. Die meisten Leute würden ja einen Tarp mitnehmen oder Feuerzeug. So. Feuerzeug. Und würden sich jetzt nicht einfach im Wald mal gerade ein Shelter bauen. Das ist ja wirklich nur für Survival-Situationen der absoluten Härte, sag ich jetzt mal, wenn man irgendwo im Urlaub den Bus verloren hat oder genau, so. Ja. Aber zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Notstand ist und man sagt, ah, in der Stadt bin ich nicht sicher, ich gehe mal in den Wald ein bisschen. Ich glaube nicht, dass man sagt, da baue ich mir jetzt ein Shelter, sondern da nimmt man Sachen mit, da nimmt man Feuerzeuge mit, da nimmt man nicht irgendwie, ich meine, Magnesiumstab ist jetzt nicht schlecht, aber es gibt ja auch viele Leute, die sagen, hier Zundersachen und so, aber das bereitet man meistens nicht vor. Und deshalb war das einfach mal so ein kleiner bisschen Realität. Ja, so ein kleiner Seitenhieb, so ein bisschen Realismus. Genau. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das, ich war klitschnass. Ja, ich habe das Feuer nicht hinbekommen. Ja, das Feuer hat er wirklich nicht anbekommen. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, nutzt die Sonne. Wir haben noch eine. Ja, perfekt. Action! Hallo. Künstlicher Regen. Yay. Wir machen Action. Na, jetzt zu stumpf. Zu stumpf gewesen. So, du greifst ihn an, er wehrt das Ding kurz ab, zerbricht es und streckt dich mit dem Messer so auf den Boden. Das war's. Zieh den Stock. Ja, aber dann wird er doch abhauen. Dann wird er abhauen. Nein, ich hab wieder unsere Spontanität. Deine Sachen, Mann! Messer runter! Los! Los, runter! Ja. Ja, jetzt musst du runterwerfen. Der hat ja zweimal runter gesagt. Ja, ich kann auch weil er hat dich ja jetzt einmal so runter, dann hat er mich. Dann hat er dich.